Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Es kam ein neues Update raus und da wurden einige Sachen geändert. Später werden wir auch nochmal zu den nächsten Orten kommen, die reinkommen werden. Dann sehen wir schon die Insel, dazu werde ich dann auch nochmal den derzeitigen Standpunkt sagen. Und jetzt würde ich sagen, beginnen wir erstmal mit den Changes. Und zwar wurden drei Waffen entfernt, die ich hier im Inventar habe. Die Combat Shotgun, die seit Anfang Season 8 drin war, immer wieder genervt wurde, ist jetzt draußen. Ja, zusätzlich ist auch der Ernährungsgranatwerfer draußen. Und jetzt habe ich natürlich die falsche Waffe hier drin. Es sollte natürlich eigentlich die Trommelschrotflinte sein und nicht die Drumgun. Hatte ich hier falsch ausgewählt. Ja, auf jeden Fall, das heißt, wir haben nur noch zwei Shotguns drin. Einmal die Classic Shotgun und einmal die Pump Shotgun. Dafür gibt es allerdings auch noch eine kleine Anpassung vom automatischen Sturmgewehr. Und zwar macht das jetzt 40, 42 und 44 Schaden. Das heißt, vorher hatte das ja 31, 33, 35 Schaden gemacht. Das heißt, 9 Schaden immer mehr, die man natürlich pro Schuss macht und mit jeder Seltenheit macht es dann natürlich auch einen ganz guten Unterschied. Mit der Feuerrate kann man da so extrem lasern, weil die ja auch kein Spray hat. Muss jemand nur gut treffen können. Vorher war das immer so ein bisschen unnötig mit der Scope da eher. Die hat die Waffe ja im Prinzip ein bisschen getoppt. Jetzt ist sie ziemlich stark. Und es gibt noch eine neue Waffe und zwar endlich wieder die schallgedämpfte Scar in episch schon liegen. Der episch macht 32 Schaden. Liegen, der macht sie 33 Schaden, ist so ähnlich wie eine Scar. Nur mit dem Unterschied, dass man eben halt ziemlich gut das hier machen kann. Also Single Shot, wenn man viel macht, wird es eben relativ schnell groß. Aber ich würde sagen, so die ersten 5 bis 10 Schüsse sind super genau. Also da trifft eigentlich fast immer etwas. Als nächstes kommen wir zur Würfelinsel. Die hat sich nämlich mittlerweile auch schon ordentlich bewegt. War zwischen neben Battlefields. Jetzt sie mittlerweile schon fast über Polar Peak. Hier unten ist sie gerade, wird irgendwo hier hinten rumgehen. Man weiß ja immer nicht genau, wo die entlang gehen wird, weil die ja auch nicht die Route nimmt, die früher mal der Cube genommen hat, der Würfel. Der ist ja nämlich, glaube ich, da dort oben entlang gegangen und dann irgendwie so einmal quer darüber und so nimmt natürlich die Insel nicht den Weg. Finde ich auch ganz nice, dass er jetzt hier im Prinzip den eigenen Weg hat. Des Weiteren ist jetzt hier direkt neben der Würfelinsel, im Prinzip neben Polar Peak bei Greasy Groove, der nächste Rift-Generator aufgetaucht. Der war ja schon in Gamefiles drin zu finden und steht jetzt hier mitten in Greasy Groove. Das heißt, das Eis wird hier wahrscheinlich schmelzen irgendwie. Was auch immer dann hier zum Beispiel mit den großen Eisklötzen passiert und allem, bin ich schon gespannt drauf, ob dann hier vielleicht auch ein bisschen Schnee drumherum schmelzen wird. Weiß man eben halt nicht, oder ob wirklich Greasy Groove so zurückkommt, wie es früher war, oder ob es irgendeine Seenstadt wird, was auch immer. Weiß man immer nicht genau, aber der Generator wird sich wahrscheinlich am Montag oder so aktivieren, da am Dienstag da meistens ja das Update kommt. Einen Tag vorher immer aktivieren, beziehungsweise zwei Tage, am Sonntag könnte er sich schon aktivieren und dann am Montag könnte er den Laserstrahl in die Luft schicken und dann ist das mittlerweile schon, wie viele gab es? Gabrita Row, Tilted Town, Battlefields und Pandora unten. Das heißt, es wäre dann die fünfte Stadt insgesamt, soweit ich das jetzt weiß. Ist auf jeden Fall ganz nice. Allerdings gibt es jetzt eine kleine Besonderheit. Gleichzeitig ist nämlich hier in Paradise Palms auch ein Rift-Generator aufgetaucht. Hier wird wahrscheinlich Moisty Maya in einer abgewandelten Form wieder zurückkommen. Und es ist das erste Mal, dass zwei Generatoren gleichzeitig aufgetaucht sind. In der ersten Woche war es ja Tilted Town allein. In der zweiten Woche war es Rita Row, glaube ich. In der dritten Woche dann Pandora, glaube ich. Und in der vierten Woche dann jetzt immer die Würfelinsel. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass jetzt mehrere Generatoren gleichzeitig auf der Karte sind. Die werden sich auch wahrscheinlich gleichzeitig aktivieren. Und ja, hier wird wahrscheinlich Moisty Maya zurückkommen in irgendeiner abgewandelten Form. Ich denke mal nicht, dass wir sie so wieder zurückbekommen, wie es vorher auch war. Und hier gibt es auch eine weitere neue Sache und zwar zu S, dem Film, das ist ja so ein Horrorfilm, ist jetzt hier in, beziehungsweise,
Ja, genau. Hier in Paradise Palms ist nämlich so ein Ballon aufgetaucht und ist nämlich der Ballon von S. Das ist irgendwie so ein Horrorclown. Ich kenne das nicht genau. In Pleasant Park gibt es auch so einen Ballon und wenn man den abbaut, dann gibt es hier mal so eine richtig strange Lache. Ist auf jeden Fall ganz nice, denke ich mal. Und ja. Des Weiteren gibt es jetzt eigentlich nicht allzu viele Neuerungen mehr, die jetzt noch reingekommen sind. Mit dem kleinen Update. Das Biest wurde in den normalen Modis nochmal ein bisschen angepasst. Dort gibt es kleine Änderungen, bisschen weniger Spawnrate und so. Allerdings kommen wir nochmal zu zwei relativ interessanten Änderungen. Und zwar wurden jetzt auch mit dem Update die Chilis etwas angepasst. Die hielten vorher insgesamt 60 Sekunden. Man bekommt ja, glaube ich, man ist 40%, glaube ich, schneller und bekommt 5 Green Life dazu. Und die halten jetzt nur noch 20 Sekunden anstatt 60 Sekunden. Ist eine kleine Änderung. Denke ich mal, sollte jetzt aber nicht allzu gravierend sein. Ich meine, 20 Sekunden kann sich ja ansehen, ist immer noch lang genug. Das reicht auf jeden Fall. Ist natürlich schöner, wenn man es mit 60 Sekunden hat, aber allerdings wären dann vielleicht manchmal etwas zu lang einfach. Wobei die auch sehr selten sind und man die dadurch relativ schwierig auch noch findet. Hier in Retail Row gibt es jetzt auch eine weitere Änderung. Die jetzt, hier sind ja die ganzen Würfel-Obelisk normalerweise jetzt im Creative Mode kann man das Ganze nicht sehen. Allerdings ist es so, dass jetzt hier ein paar Änderungen an den Würfeln, Würfelmonstern angepasst wurden. Und zwar wurden im Prinzip zu stark ausgenutzt für guten Loot und das Risiko dazu war zu gering. Und jetzt wurde eben halt ein bisschen alles ein bisschen reduziert. Die Anzahl der Spawn-Obelisken hier, also die maximale Anzahl, wurde von 7 auf 5 reduziert. Die maximale Respawn-Zeit für Spawn-Obelisken wurde auf 30 Sekunden erhöht, bisher 5 Sekunden. Das heißt, sonst ging es ja nach 5 Sekunden, wurden die nächsten gespawnt, die nächsten Monster, jetzt hier mal deutlich langsamer. Die Respawn-Zeit für Spawn-Obelisken ist auf einer Schleife, daher kann die Respawn-Zeit zwischen 1 Minute und 30 Sekunden betragen. Ja, denke ich mal, ist ganz nice auf jeden Fall, dass man vielleicht nicht hier mit dem aller-OP-sten Loot rauskommt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Spawn-Obelisken Raketenwerfer fallen lassen, wurde von 80,46% auf 10% verringert. Dadurch soll man natürlich mit deutlich schlechterem Loot hier rauskommen oder nicht mit so extrem starkem Loot rauskommen. Und dann noch die Wahrscheinlichkeit, dass zerstörte Spawn-Obelisken Sprungflächen fallen lassen, wurde von 50 auf 40% verringert. Einfach, damit hier im Prinzip man zum einen etwas entspannter sein kann und dann nicht auf einmal von einer Riesenhorde überrascht wird. Als zum anderen, dass man dann eben halt auch, wenn man hier allein ist, dass man trotzdem nicht den allerkrassesten Loot bekommt, was dann manchmal ziemlich unverhältnismäßig war. Das war's jetzt mit dem Video. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch noch für weitere Videos wünscht, was ich noch machen soll. Schreibt auch gerne mal Musikvorschläge irgendwie rein, die ich in den Videos benutzen kann. Ich denke mal, der Stream wird auch demnächst dann gleich angehen. Mal gucken, was wir spielen werden. Vielleicht ein bisschen Fortnite. Wie ist das? Das war's jetzt mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Ciao.